Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Family Vlog. Ich stehe jetzt vor der Schule, wir haben es mittlerweile schon 11:45 Uhr. Und ich dachte mir, ich nehme mich heute spontan mit. Ich habe heute frei. Ja, ich stehe wie gesagt vor der Schule, warte auf den Luca. Die Milli ist heute zu Hause. Die hat gestern angefangen also zum Fiebern. Ich hätte heute sowieso frei, somit gucken wir mal, wie es ihr morgen geht. Ich komme mir sehr beobachtet vor, weil neben mir so viele Kinder sind. Die haben nämlich diese Woche diese Sportwoche. Und jetzt habe ich da das Fenster zugemacht auf meiner Seite, damit mich keiner hört. Aber unsere Kiddies sehe ich jetzt nicht, aber alle anderen Klassen. Genau, der Fabi hat heute auch nur bis 11:30 oder 11:45 Schule. Das heißt, er kommt heute auch früher. Das Problem ist, ich kann heute nicht einmal schwimmen gehen, weil die Milli Fieber hat. Ja, und das zeige ich euch dann zu Hause. Ich habe Fieberpflaster zu Hause, die habe ich heute ausprobiert, eines. Und es ist wirklich cool, es zeigt Normaltemperatur, es zeigt an, wie viel Fieber sie hat oder ob sie kein Fieber hat, etc. Das zeige ich euch dann zu Hause. Na gut, ich warte jetzt auf den Luki und dann geht's ab nach Haus. So, der Luki ist abgeholt. Niki. Sind wieder zu Hause. Ja, ich war schon unter der Dusche und Haare waschen. Es ist so heiß. Ich habe jetzt den Kiddies bzw. den Luca einen Saft mit Eiswürfel gemacht. Wir haben leider keine Eiswürfelmaschine mehr beim Kühlschrank. Gesundheit! Und ich wollte euch diese Fieberpflaster zeigen. Millie, probieren wir nochmal das Fieberpflaster aus. Das zeigen wir. Und ja, ich habe nichts an, weil es so heiß ist. Das sind die Fieberpflaster. Die habe ich damals zugeschickt bekommen zum Testen. Nur das Problem war, meine Kinder hatten nie Fieber in der Zeit. Und jetzt kann ich sie testen und ich zeige euch das bei der Emilia. So, also so sehen die aus. Jetzt habe ich einen Frosch genommen. Das tut gar nicht weh, das ist echt verträglich für die Haut und Moment, jetzt bin ich zu nah. Und ich drehe euch mal. Ja, da ist mein krankes Mäuschen. Das ist krank. Ich hab's. Was jetzt da so her? Das kann man wirklich auf die Stirn, unter die Achseln. Und warum nicht hier? Na, weil man es da nicht hinklebt. Hinkleben. Und dann, schaut genau hin, kommt da ein N. N ist Normaltemperatur und ja, du hast jetzt vorher nur Reflex gekriegt. Und dann Elefant. ja, und da steht dann meistens 37, das kommt eh ganz leicht, das heißt, sie hat Temperatur 37. Genau, das lassen wir jetzt noch 30 Sekunden oben. Und ja, auf jeden Fall steht da. Das N ist für Normaltemperatur und daneben steht 37, das heißt, sie hat noch Fieber, so 37 herum. Ich bin Und noch immer krank. ja, du bleibst doch zu Hause die Woche. Auf jeden Fall wird das. Morgen aber nicht. Na, morgen bleibst du auch noch zu Hause, Schatzi. Und Wenn, Freitag? das weiß ich noch nicht. Steht da, könnt ihr das sehen? Kurz, kurz, da steht 37. Und das heißt, sie hat. Körpertemperatur 37. Mir ist so heiß. Ist lustig. Sie ist ein Kasperl. Den Kasperl. Ja, und da hat sich die Milli Wand verletzt vorgestern, gell? Mit dem Rolf. Wegen dem Blut. Ja, wegen einem Roller. Ja. Da sieht man es.
Ja, jetzt sieht man es in der Kamera. Das ist N für Normaltemperatur, aber es steht auch eine 7. So, Achtung. Aua. Au. Ja. Verschiedene Hotel vielleicht. Viel können wir heute eh nicht machen, da die Milia krank ist. Ja, wir können noch nicht zur Oma fahren. Nö. Leider nicht. So, meine Haare habe ich jetzt nicht geglättet. Das sieht furchtbar aus. Ja, solche Wellen habe ich. Die Jungs sind alle da. Also, den Look habt ihr gesehen. Da Fabi ist schon zu Hause. Wir haben jetzt auch gegessen. Was haben wir gegessen? Würstel. Genau. Und die Milli und ich chillen hier, weil die Milli darf nicht runter. Ja, weil ich bin krank. Ja, bin krank. Die Jungs sind jetzt runtergegangen. Ich glaube, Fahrradfahren oder Rollerfahren. Fahrrad. Und wir genießen die Zeit hier. Kuscheln. Wir haben jetzt ein bisschen den Ventilator aufgedreht. Jetzt schauen wir uns ganz. Oh, jetzt schauen wir uns noch mehr ähnlich durch die Locken. Ladybug. Mir ist so heiß. Ja, Ladybug spielt es im Fernsehen. Das schauen wir uns jetzt an, gell? Also schauen. So, meine Lieben. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Ich habe etwas an, ja. Ungeschminkt bin ich noch. Haare sind aber schon geglättet. Die Milli hat jetzt geschlafen. Ich glaube, 1,5 Stunden. Und ja, das Fieber ist nicht runtergegangen. Ich habe sie um 13:30 sowas, habe ich ihr Fieber gemessen. Da hatte sie 38,6 Fieber. Dann habe ich ihr einen Norflex gegeben. Dann ist sie eingeschlafen. Nachdem sie aufgewacht ist, habe ich sie noch einmal Fieber gemessen. Da hatte sie 38,8. Und ja, jetzt habe ich ihr kalte Füße gemacht, also Socken angezogen. Jetzt habe ich ihr statt den Noroflex ein Mexolink geben. Mal schauen, ob das Fieber runtergeht. Jetzt knotzt sie im Zimmer ganz entspannt und chillig. Alles gut, Mossi. Die Socken sind schon wieder heiß, also warm. So knotzt sie. Da haben wir jetzt kalte Säckchen gemacht, aber die sind schon wieder trocken. Lassen wir so ein bisschen so. Einen Waschlappen haben wir gemacht. Ja, sie darf Handy schauen. So, gut. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es runtergeht. Das Zimmer ist auf jeden Fall kühler als das Wohnzimmer, deswegen haben wir sie jetzt hierher gelegt. Ja. So, die Milli habe ich wieder ein kaltes Tuch gegeben. Der Luca ist jetzt wieder oben und guckt hier ein bisschen fern. Es ist so verdammt heiß. Der Fabi wurde jetzt abgeholt, der hat jetzt Fußballtraining. Es sieht so aus, als wäre ich nackt, aber ich habe eh was an. Ich gönne mir jetzt einen leckeren Kaffee und eine Topfengulatsche und gucke nebenbei Instagram und YouTube. Auf Instagram hat übrigens Krone Hit mich verlinkt. Ich freue mich immer, wenn mich irgendwer markiert auf Instagram und ja, so sehe ich wenigstens, dass meine Beiträge gesehen werden. Genau, also falls ihr mal Bock habt, könnt ihr mich auch gern überall verlinken, wo ihr mich seht oder was euch gefällt, etc. Ja. Auf Fahrradtour. Ich habe mir in Fabian sein Fahrrad genommen, weil ich habe keins. Noch nicht. Ich bin auf jeden Fall davon Vater Luca. Und wir fahren jetzt ein bisschen zum Wasser nach hinten. Bei der Milli
Ja, das Fieber ist Gott sei Dank gesunken. Oh Gott, ich sehe sicher furchtbar aus. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Wasser und das zeigen wir euch. Das ist ganz in der Nähe. Normalerweise gehen wir dort zu Fuß hin. Aber heute mit dem Fahrrad. Der Wind tut einfach nur gut. So eine schöne Aussicht. So, jetzt sind wir da. Ich zeige. Ja. Da habe ich mir weh getan. Ich glaube, es sind Stockieren. Das wird alles blau. Und einen kleinen Schnitt. Na, zeig, wie du da über die Ding gehst. Okay. Ich hoffe, da kommt keiner. Ich mag das nicht filmen und wenn man wieder zuschaut. Das muss ich noch irgendwie lernen. Also, wir sind da bei der Brücke und da geht der Luca. Halt. Ja, pass auf, dass du nicht reinplumpst. Ja. Und es ist so schön da und so ruhig. Also da geht er wieder. Und da ist richtig kühl. Also richtig schön. Also weit haben wir es nicht. Ja. Da geht's weiter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in der Kamera. Aber dort hinten ist sogar ein Zirkus, aber dort gehen wir nicht hin. Das habe ich den Kiddies auch gar nicht gesagt. Da kommt der Loki. Hi. Er mit seinem Hi. Ja, da ist er jetzt rein. Und da geht er. Also es ist richtig schön da. Ja. Darf ich da hochklettern? Nein, da darf man nicht hochklettern. Warte, Marienkäfer. Hä? Ja, gibt's. Komm. Also das ist in Luki sein Fahrrad und das ist in Fabi sein Fahrrad. Das sieht sehr klein aus, aber es passt mir. Ich hab ihn! Hast du ihn? Ich hab ihn. Ich liebe Marienkäfer. Ja, und wenn du die Hand ausstreckst, dann fliegt er weg. Warte, er ist sicher bei deinen... Okay. Ja, also der Millie geht auf jeden Fall ein bisschen besser. Mama. Sie kann wieder lachen. So, und jetzt fahren wir noch ein Stückchen da nach vorne. Und dann fahren wir wieder retour. Auf jeden Fall geht es der Millie besser. Aber sie darf noch nicht raus. Ich habe sie verboten. So, wir fahren jetzt weiter. Ich packe kurz die Kamera weg. Oder ich nehme euch mit. Ich sehe nur, mein Akku ist leer. Das geht mir auf den Keks. Und wenn wir da jetzt weiterfahren, kommen wir in die nächste Ortschaft. Und das, was ihr jetzt seht vor uns, dieses, das hier, das wird eine Brücke, weil es wird bei uns ein neuer Bahnhof gebaut. Ja, da fahren wir fix einmal. Da fahren wir auf jeden Fall einmal mit dem Zug. Aber ja, jetzt werden wir wieder zurückfahren. Hi! Jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder zurück. Und, oh Gott, ich schau aus. Furchtbar. Ja, warte, ich muss umdrehen mit dem Mini-Fahrrad. Auf jeden Fall fahren wir zurück. Schauen wir mal, ob wir noch. Jetzt habe ich Haare im Mund, viel Teufel. Ob wir noch bei der Brücke bleiben oder ob wir zu Millie zurückfahren. Also, wir sind wieder zu Hause angekommen. Der Luca und ich haben eine kleine Radtour ja gemacht. Und jetzt essen sie, was ist das? Eine Pizzastange. Ja. Mit Käse, gefüllt mit Salami. Tomatensauce, was noch? Käse, ja, wir haben was an. Und Schwammerl? Ja. Salami, habe ich schon gesagt, gell? Mhm. Und was ist noch drin? Keine Ahnung. Käse. Habe ich auch schon gesagt. Und die Pizzasauce. So sieht das aus. Pizzateig. Aber der Millie geht es jetzt besser. Warum? Ein bisschen. Also man merkt, die ist krank. Auf jeden Fall essen die jetzt. Ich esse heute nichts mehr. Ich bin noch ungeschminkt. Also ich schminke mich heute nicht mehr. Ah ja, ich muss morgen lang arbeiten. 12 Stunden. Die Millie bleibt morgen noch zu Hause vom Kindergarten.
Der Luca hat mal Schule und der Fabi auch. Und wann kann ich in den Kindergarten? Wenn du wieder gesund bist. Auf jeden Fall beende ich hier meinen heutigen Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Die Kiddies essen jetzt noch. Kann ich dann mal das hier sehen? Ja, stell sie hin. Na, servus. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Um 18 Uhr. Tschüss. Tschüss. Na, so. Tschüss. Muss sagen, ciao, Kakao. Ciao, Kakao.